Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Silence. So, meine Lieben, wir haben es im letzten Part erfolgreich geschafft, eine riesige Bienenkönigin zu bezwingen, drei Schlangen einzusammeln, um diese dann als Leiter zu benutzen. Und schöne Musik haben wir auch noch bekommen. So, jetzt gehen wir durch die Tür, wenn das geht. Es geht. Wenigstens ist die nicht noch abgeschlossen, ey. Gott, mein Schädel brummt. Oh, wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater. Was zum... Was stand nochmal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein. Yeah, wir sind auf dem richtigen Weg. Eine Vogelpfeife. Guck mal. Was ist das für eine Pfeife? Nehmen wir mal mit. Hey, Horus, dann ist das Janus' Vogelpfeife. Mein treuer Freund. Hey, Giftkrähe. Super, Freund. Super. Okay, hier haben wir eine Blubberblase. Wir müssen uns erstmal alles wieder angucken. Okay, kommt sofort eine neue. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat? Ob hier eine Bombe eingeschlagen ist? Wer wirft Bomben in Silence? Was war das? Klang wie ein Fliegeralarm. Was auch immer es war, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Lavafontäne. Oh, Verbrennungsgefahr. Wo müssen wir denn lang? Zur Ruine und aus dem Krater. Der Stein da sieht aus wie jemand, den ich mal gekannt habe. Ralf? Nein, doch nicht. Ein Stein von vielen. Ein Stein von... Okay, da sagt er nichts anderes zu. Dann gehe ich jetzt einfach hier lang, oder? Okay, ich kann weitergehen und ich kann mich zurückziehen. Ganz bestimmt nicht. Okay, ich kann mich nur zurückziehen. Falsche Entscheidung. Oh oh. Kann man in dem Spiel Game Over gehen? Jetzt ernsthaft? Nein, oder? Ach komm. Das ist doch nicht möglich. Okay, doch. Man kann also wirklich angegriffen werden. Gut, ich glaube, ich muss wieder zurück. Und wahrscheinlich brauchen wir für diese Stelle einfach Rini. Weil die wird ja anscheinend nicht gesehen von den Viechern. Verdammt, Rini! Irgendwas ist passiert. Ich muss zurück. Oh oh. Spot? Psch, mein kleines grünes Baby. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Hey,
die sieht ja aus wie Cedrics Mütze. Noah wird sie ganz bestimmt nicht aufsetzen wollen. Schade eigentlich. Noah ist toll, aber Cedric ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Hihi. Eine Spieluhr. Wie schön. Wow. Oh nein, das ist doch eine Bombe, oder? Oder? Ist das so eine Bombe, oder? Wenn ich jetzt dran ziehe, was passiert, dann bin ich dann wieder tot? Ich bin zu neugierig. Schlaft, meine Untertanen, schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. So, was haben wir da noch? Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Es war also doch nur eine Spieluhr, Gott sei Dank. Wie gut, dass ich doch dran gezogen habe, sonst hätten wir das Geklimpern gar nicht gehört. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Luini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat, seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Verschafft ihr Gehör und zwar laut. Bla 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 bla. Sei doch still. Du lockst sonst die Sucher an. Aber sie können mich gar nicht hören und sehen. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Mhm. Und wir beschützen dich. Aber... Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Ach Mann, als kleines Mädchen hat man es gar nicht leicht. Das lasse ich besser. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da lang. Die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot, wir befreien Janus. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Wir gehen einfach. Lass die mal labern, ne? Wir machen das schon. Hinter dem Waisenhaus war ein ganzes Feld davon. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr ein Erdbeerfeld raus. Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Das frage ich mich auch. Juhu, Laufhaufen! Wie süß! No. Machen wir hier nochmal. Das Schönste am Herbst ist das Laub. No, wie süß. So, ja, die Schiebetür können wir wahrscheinlich nicht schieben. Dafür ist sie doch wahrscheinlich viel zu klein. Die geht bestimmt. Siehst du, das ist die Erwachsenentür. Da kommen Blubberbläschen raus, ne? Schon wieder ein Anti-Kinderpilz. Ein Anti-Kinderpilz. Meinst du, der könnte dir schmecken?
Hab ich mir gedacht. Dass es so einfach ist, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, Spot futtert alles. Manchmal ist es gut, klein zu sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir den einfach nur fressen müssen, ey. Ich war schon am Überlegen, was wir damit machen könnten, um den Pilz aus dem Weg zu kriegen. Oh Mann. No. Schnell an die Luft mit dir. Oh, Spot muss hier voll niesen. Die steht direkt am Eingang, wie ein Wachhund. Der klemme ich das Wasser ab. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Blumen irgendwie davon... Wie soll ich dir das Wasser abklemmen? Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Noch so eine Pollenschleuder. Ui, davon hat Noah gar nichts erzählt. Die armen Schlangen. Wir helfen euch, sobald alle Blumen zu sind. Dann muss Bot nämlich nicht mehr niesen. Alles klar, schweres Gitter, da komme ich wahrscheinlich nicht durch, ne? Nicht schlimm, ich guck mir mal einfach die Instrumente an. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Aha. Oh, das kenne ich. Ich glaube, die Trompete ist kaputt. Das ist keine Trompete. Ich bin die Banjo-Königin. Das ist kein Banjo. La, 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 la. Ich werde mal Sängerin. Oh yeah. So, haben wir hier sonst noch was? Nee. Sonst haben wir nichts mehr. Okay, dann muss ich mich wahrscheinlich... Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ja, dann muss ich mich wahrscheinlich erstmal hier drum kümmern, dass diese exotische Blume kein Wasser mehr bekommt. Aber wie soll ich das machen? Ich glaube, der steinerne Hund ist einfach zu schwer. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben ganz viele Risse und so, ne? Zum Lager. Der ist mir unheimlich. Vielleicht muss Spot da helfen. Ah. Perfekt. Gut gemacht, Spotty. Juhu. So, okay, warte. Können wir das nochmal wiederholen? Ich kann das Brett alleine wegschieben. Ah, okay. Das schaffst du also alleine. Vorsicht, ich mach... Ja. Ich schaff das. Ah, ist das schwer. So. Die erste Blume hätten wir. Tief. Boah, das nenne ich mal ein tiefes Loch. 7 Kilometer. Meine Güte. So, komm, Spot. Aber wie sollen wir denn die anderen Pflanzen zubekommen? Die haben doch gar kein Wasser bekommen. Spot, du kannst kommen. Die Blume am Eingang ist schon mal zu. Ach, wie schön. No. Warte am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Okay. Vielleicht für das schwere Gitter? Vielleicht kann er uns helfen, das aufzukriegen. Das kriegst du bestimmt auf, wetten?
Yeah! Oh-oh! Das ist so süß. So, okay, dann kann ich ja jetzt hier durch. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. Ja, Spotty! Lass uns durchkrabbeln, Spotty! So, was haben wir denn hier? Das Fenster. Eine Gardine muss her. Eine Gardine? Nee, Moment. Vielleicht Spot? Aber der kann ja nicht für immer da hängen bleiben. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder runter und schnapp mir da unten jetzt die Stange und die müssen wir dann da in die Kette machen. Genau. Hoffe ich. Zusammen kriegen wir die anderen Blumen auch noch zu. Ja. Ihr könnt einem wirklich leid tun. Ach so. Nee, doch nicht. Dann nehme ich jetzt doch nicht die Stange. Vielleicht muss ich mich einfach an die Kette hängen. Das Problem ist aber eigentlich doch, dass wenn Spot da weggeht, dann müsste doch eigentlich rein theoretisch die eine Blume wieder aufgehen. Und dann geht ja alles wieder von vorne los, oder nicht? Schau mal, Spot, ich kann fliegen. Hi. So geht's. Hurra! Sehr cool. Jetzt kann ich da hoch. Und Spot? Hä? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür aufführen. Danke, liebe Schlangen. Spot? Spot ist super. So, wir haben es geschafft. Komm, Spotty, wir gehen. Wir haben es geschafft. Na, 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 na. Es war gar nicht so schwer, ne? Das war noch recht überschaubar. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Schleich dich vorsichtig an. Ich glaube, ich bin lieber ganz sicher. Leise. Versteck dich weiter hinten. Oh mein Gott. So, wir müssen den irgendwie jetzt mal gucken. Sag dem Sucher, er soll verschwinden. Bitte ihn nett zu gehen. Hallo, Herr Sucher. Haben Sie was verloren? Warum suchen Sie nicht in der Lava danach? Warum suchen Sie nicht in der Lava danach? Ich piek mal die Blubberblase. Oh, hat nichts gebracht. Hui, ganz schön heiß. Okay. Wow, das ist ja eine tolle Tonfähne. Tonfähne. So, ich muss mal gucken. Achso, hier kann ich Spot wahrscheinlich um Hilfe bitten oder so. Psst. Nö. Keine Ahnung.
Da ist der Tod drin, okay. So, da müssen wir mal schauen. Vielleicht doch nochmal mit dem Sucher irgendwie sprechen oder so. Er benimmt sich genauso wie alle Erwachsenen, wenn sie beschäftigt sind. Er tut so, als wäre ich nicht da. Ach, ich kann ja auch erstmal dran vorbeigehen, ne? Ist mir auch gerade mal so aufgefallen. Gehe ich doch einfach erstmal hin und guck, was da gibt. Ralph, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralph, nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo, sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralph. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh, wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralph wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralph denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralph. Ralph und Ingo. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll. Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Wir machen es erstmal kaputt. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Schlimm? Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Oh mein Gott. Was ist das? Gebetsmühle. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Warum? Wie kann man denn Steine kitten? Weißt du, wie ich den Sucher vertreiben kann? Der hört erst auf zu suchen, wenn er einen ganz bestimmten Splitter gefunden hat. Was für einen? Einen, der magische Kräfte hat. Damit können sie den Plan der Steine durchkreuzen und unsere Herrschaft verhindern. Okay. Alles klar. Ich verstehe schon. Herrschaft der Steine. So kriege ich Ralph nicht hierher. Die hat der Sucher hier hingeschmissen. Stimmt's? Nach langem Kampf. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Die hat der Sucher hier hingeschmissen. Stimmt's? Nach langem Kampf. Moment, er sucht doch einen Splitter. Vielleicht ist ja so ein Quarz so ein Splitter. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. Oh Gott. Ja.
Ja, perfekt. Komm, Spotty. Na, no, Spotty ist so süß. Hallo, Ralf. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Pah, das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben, für immer und ewig? Yep. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Halte durch. Zu heiß für meine Füße. Okay, vielleicht kann Spotty da helfen. Meinst du denn, das hältst du aus? Die Raupe kann echt alles. Das ist so eine magische Wunderraupe. Na gut. Oh. Was habe ich gemacht? Nochmal. Ah, ich muss Hallo, einfach schnell weiter. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal, tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Na komm schon. Yeah, wir rollen ihn. Gegen Rollen hat er nichts, nur gegen das Tragen. Hey, Ralf, so habe ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Bedanke dich bei Ingo für das Angebot. Das war das Mindeste. Mir fällt direkt was ein. Ingo meinte, du wüsstest, wie das Steintor aufgeht, Ralfi. Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Schwuppdiwupp. Oh, du bist so cool, Spotty. Das ist er wirklich. Muss ich wirklich sagen. Das ist er wirklich. Spotty ist so cool. Ich möchte ein Spotty-Stofftier haben. Sofort. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe, das hat meine Tochter auch immer gesagt, als sie noch klein war. Und mein Sohn auch, als Mit er noch klein Hilfe war. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Das ging dann immer bei allem so. Wirklich, alles. Möchtest du Soße haben? Nein. Nudeln mit ohne Soße hieß es dann eben immer. So, aber ohne Hilfe kriege ich das nicht hin. Also wie machen wir das jetzt? Die sind anscheinend alle zu schwer. Also gehe ich jetzt erstmal wieder zurück und hole Noah. Weil der Sucher ist weg. Mehr wollten wir ja nicht. Bin gespannt, was die sich jetzt so überlegt haben für einen tollen Plan. Aber ich habe doch noch gar nicht Janus gefunden. Du sollst doch nicht Janus finden. Warte mal, kannst du das trinken? Okay, er macht's auch nur kaputt. Nein, Spotty, das ist heiß. Ah. Wow, du bist Drachenspot. Okay, dann gehen wir jetzt mit Drachenspot nochmal zurück. Also ich kann Noah anscheinend nicht holen. Das heißt, ich muss das jetzt wirklich alles mit Rainy machen. Also müssen wir clever sein. Und uns überlegen, wie wir das machen. Das kann ja was werden. So, ich kann mir gut vorstellen, dass das dafür ist. Um das zusammenzuschmelzen sozusagen.
Und jetzt zusammendrücken. Es hält. Yippie. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ja? Nee, warte. Er leckt das ab. Aber ich krieg das ohne Hilfe nicht hin. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Okay, kommt, ihr müsst mir mal helfen. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Legt los. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Ob große oder kleine. Kleine, kleine. Werden alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauer. Mauern, Mauern, bis in alle Ewigkeit. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Mensch, wie cool war das denn, bitteschön. So, Spot, komm hier. Nochmal, dann können wir die zweite Rolle auch schon holen. Bei der dritten Rolle wird es ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich wegen dem Dornenbusch. Da müssen wir uns dann nochmal was überlegen. Aber jetzt können wir hier schon mal die zweite holen. So. Steine, Steine, Steine. So, und dahin. 1, 3, 7. Steine, Steine, Steine. Sind für Höheres geboren. Bohren, bohren. Haben sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Juhu! Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, komme ich da so rüber? Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Oder kann ich... Vielleicht können wir den Stachelbusch hier nochmal abfackeln oder so? Die tun keinem was. Ich gehe nochmal eben zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den Dornenbusch einfach abfackeln können mit der Lava. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn das nicht geht, dann müssen wir noch mal neu gucken, was wir machen könnten, was wir für Möglichkeiten hätten. Hier, schlürf noch mal einen Schluck. Mein Gott, der muss einen Magen haben. Genauso wie Rainy. Die hat ja auch alles angeschleckt und gefuttert. Nicht angeschleckt und gefuttert, ja. Angeschleckt und gefuttert. So, Spotty, dann mach mal hier. Spott Feuerdrachen, Spot. Ja, perfekt. So, dann gehe ich da mal hin. Oder brauche ich da auch eine Brücke? Sieht nicht danach aus, ne?
Mensch, das haben wir ja echt gut gemacht. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine. Wir brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben. Leben, Leben. Können sie auch schweben. Schweben, schweben. Schon vorbei. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Das war super. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nenn uns einfach die Stones. Alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist links? Wo ist rechts rum? Wo ist rechts rum? Im Uhrzeigersinn. Du meinst dagegen. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Okay, dann schauen wir mal. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Also, Leben, Tod. Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt okay. noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Welche Rolle ist denn das mit dem Tod? Ich dachte, das wäre jetzt hier Leben, Tod und Traum. Zu einer okay. Nur einen Gedanken. Ja, dann ist das hier die Todesrolle. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Das hier vielleicht? Nein! Okay, dann wenn das hier nicht der Traum ist, dann ist das, dann ist der Traum natürlich der Mond. Hätte ich ja auch drauf kommen können. Und das andere ist dann das Leben. So, dann haben wir es jetzt. Also, dann erzähl mal deine Geschichte. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Welche muss ich jetzt drehen? Wahrscheinlich Leben. Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Wie fies ist das denn? Jetzt kamen alle Worte. Also erst kam Traum. Und so taufte der König sein Land Silence. Leben? Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wie
Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Oh. Ach, Spot kriegt das hin. So, und jetzt BÄM! Okay, so schnell geht das nicht. BÄM! Ja, Spotty, prima machst du das. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Oh Gott. Okay. Müssen wir jetzt mit Spot alleine weiter? No, er ist so süß. Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdamm mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Oh. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Bitte? Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Nein. Allen Suchern von Silence, du bist der Schlimmste. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Was? Nein. Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn Glauben heißt Hoffen. Was hast du vor? Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. No, nein! Müssen wir das jetzt echt als kleine Raupe hier schaffen? Zurini. Rechtes Atemloch. Rechtes. So, gucken wir mal hier. Nom, nom, nom. Oh! Yeah! Okay, da geht nichts. Was müssen wir denn überhaupt alles machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier durch. Wow. Eklig. Ah, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? No. Wow, jetzt brennen wir. Oh, hier kann ich noch das Horn herunter. Ah, okay, das ist schon mal nicht richtig. Okay, aber vielleicht sollte ich doch noch mal brennen. Und dann gehe ich das Horn herunter oder so. Mal gucken. Oh nein! Oh nein! Was machen wir denn jetzt?
Okay. Oh mein Gott. Da kommen wir auch nicht mehr hoch. Oh nein. Oh je. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, Moment mal. Was haben wir hier? Ja, aber hier komme ich ja anscheinend nicht rüber, ne? Da komme ich nicht mehr rüber, da komme ich nicht mehr hoch. Juhu! Oh mein Gott. Okay, Moment. Ich muss nochmal zurück. Na, vielleicht muss ich ja auch gar nicht zurück. Moment, ich werde nochmal brennen gehen und dann gehe ich mal an dieses Hautsegel. Genau. Wahrscheinlich müssen wir das Hautsegel kaputt machen. Mit Brennen oder so. Mit Feuer. Mit Feuer zerstören. Unser flammender Spot hier. Ah. Sehr schön. Oh. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Jetzt bin ich natürlich wieder so. Na, das geht nicht. Da bin ich zu klein für. Wartet, was haben wir noch? Ja, den Vogel. Ja, hier die ganzen Dinger haben wir noch. Das sind Tentakelaugen. Die müssen wir erstmal irgendwie loswerden, vermutlich. Und lasst mich mal raten, wie wir das hinkriegen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder klein werden. Also der muss uns wahrscheinlich jetzt nochmal fressen und dann müssen wir uns alle darüber schleudern lassen. Und dann, weiß ich auch nicht. Was dann passieren soll, weiß ich auch nicht. Ach Gott. Das ist so cool. Oh ne, warte. Ich glaube, so bringt das vielleicht noch nichts. Ich will mal noch was anderes versuchen. Bevor wir da jetzt uns in den Kampf stürzen. Sehr schön. Los. Dann kommt hier rüber. Ne, okay, die machen da nichts. Gut, dann muss es ja wirklich so funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, wie. Ah, okay. Wir können es so austricksen. Yeah. Die haben sich selbst ausgenockt. So, dann gehen wir nochmal ins Drachenmaul. Und dann können wir da oben wahrscheinlich das auch verbrennen, oder? Nehme ich mal an. Hoffe ich. Und dann sind wir fast an dem Splitter dran. So, perfekt. Ab zum Nasenloch. Hoffentlich müssen wir das auch wirklich verbrennen, aber das ist ja nochmal ein Hautsegel. Von daher gehe ich mal davon aus. So. Gott, das sieht so süß aus da, oder? So. Oberes Atemloch. Aha. Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Moment, jetzt muss ich wahrscheinlich da runter.
Einfach damit ich jetzt dieses andere da, dieses klebrige Zeug habe. Das brauche ich jetzt. Und damit kann ich mir dann den Splitter holen. Vermute ich mal. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt da wieder rüber. Und dadurch... Wie viele Atemlöcher hat dieses Vieh eigentlich, ey? Ist ja nicht zu fassen. Juhu! Wir haben es geschafft. War gar nicht so schwer, oder? Spotty, du bist wieder da. Spotty. Du hast es geschafft. Juhu. Und du hast den alten Janus dabei. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Hauptsache, du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Thronsaal. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss. Komm bald mal wieder. Ciao. Janus! Rini, wie hast du das gemacht? War ganz leicht. Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Was habt ihr mit dem Splitter? Was soll das? Es ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Womit bewiesen ist, du bist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Wenn ich die rechtmäßige Königin wäre, ich würde die Monarchie abschaffen. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Mitten auf der Nase. Nett von euch, dass sie mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Wie kann das sein? Das ist doch total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh. Dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Und wenn du die Königin bist, wer bin denn ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na, mein Bruder. Rini, wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche. Sedwick. Ja, juhu. Du bist mein Sedwick. Hab
habe ich es nicht gesagt? Total verrückt. Wir sollten Shana befragen. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache. Wow. Das heißt, die kleine Rini gehört auf den Thron. Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Wow! Meine Heimat, Kalima. Wunderschön! Das ist ihre Heimat? Solange ich lebe, ist diese Stadt noch nicht verloren. Verdammt! Ich glaube, die Stadt ist doch ziemlich verloren. Leider. Beeilung, na los doch! Das war knapp. Was ist das hier für eine Hütte? Wir stehen zu ihr verrückt. Seid still, verdammt! Haltet die Klappe! Sofort! Oh. Wer war das? Ich krieg keine Luft. Schade, der Wind. Das war ich nicht. Das war Spot. Der Sucher wird dich mitsamt dem Schwert fressen. Lass mich das machen, Kyra. Bleib hier. Keine Sorge, er sieht mich nicht. Und ihr verrabikadiert euch. Ich bin die Königin. Ich rette euch. Okay, als kleine Rini müssen wir nun mal wieder die Suche ausschalten. Das dürften wir doch wohl hinkriegen. So, mal gucken. Oh. Ja, ich versuche es. Achso, das kommt das ja dahin. Das kitzelt jetzt ein bisschen, aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht mal. So, und hierhin. Beeilung, na los doch. Ja, ich bin dabei. Und Vorsicht. Ja, nein. Und okay. Sehr gut. So, und nun? Das muss natürlich ab. So, tschüss Boot. Und tschüss Sucher. Nee, so geht das aber nicht.
Und weg. Oh, mein ich Gott. Ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sedgwick, kommst du? Ja, doch. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass sie lieber Sedgwick bei sich haben möchte als ihren Bruder Noah, oder? Wie ist der Plan? Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon, Noah. Hinterher! Wen meinst du? Ich bin Sedgwick. Na komm. Bombe tickt. Müsste sie nicht... Ach du. Scheiße. Hab's doch gleich gesagt. Und nun? Was machen wir denn da jetzt? Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt auf jeden Fall erst einmal einen Cut und wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!